Hallo, willkommen zurück bei Pokémon. Das dürfte die Miltank-Farm sein, genau. Also bedeutet das, hier drin ist ein krankes Miltank, ja genau. Miltank ist krank, ah ja, Beeren. Beeren haben wir bestimmt keine mehr. Wo wären die, wenn wir welche? Minzbeeren, nee, da gehen nur normale Beeren, soweit ich weiß. Verdammt. Ist hier eine Beere? Natürlich nicht. Pokémon, ja, wie sieht's eigentlich aus? 16 gefällt mir nicht. Ich nehme es einfach mal nach. Ja. Ich warte noch. Willst du noch kämpfen oder? Ja, anscheinend. Sag doch mal, was deine Pokémon drauf haben. Na, was hast du da Tolles? Zwei Pokémon. Und? Fleckmon. Gut, dass ich nicht auf Sand angewechselt habe. Ich schläfe dich erstmal ein. Ist immer gut. Fleckmon schläft. So, und Konfusion wird nicht viel bringen, deswegen Sternschauer. Nummer 1. Naja, ganz gut. Nochmal Sternschauer. Volltreffer Smetfo wäre wieder mal so. Aber ich bin auch so zufrieden, keine Sorge. Und Nummer 3, und das war's für Fleckmon. Und tschüss. Und Erfahrungspunkte, yay. Und was kommt jetzt? Noch ein Fleckmon, leck mich doch. Aber ich werde, ja, dieselbe Art wie vorhin verwenden, um es zu besiegen. Ja, weil wir haben nicht wirklich was Effektives gegen Fleckmon. Nein. Hätten wir Indivier genommen am Anfang, wäre das alles kein Problem, aber so. Was zum? Ah, ja, habe ich verwechselt. Schlafe. Verdammt. So. Und nochmal Sternschauer mitten ins Gesicht. Zack. Ach so, hat Fluch eingesetzt, ich verstehe. Ja, dann dauert das ein bisschen länger als vorhin. Verdammt. Jetzt wären Volltreffer eigentlich doch ziemlich cool. Naja. Aber auch so kriegen wir es down. Keine Sorge. Ja. Immerhin schläft es jetzt. Immerhin ist es auch ein Schnarcher-Pokémon. Stand zumindest früher mal im Pokédex. Und es schläft immer noch. Gut. So, und ein letztes Mal Sternschauer. Und tot. Ach ja, ja, komm, ich will was nachsehen. Wir sind jetzt hier nicht mehr in der Stadt von vorhin. Hat er etwa... verdammt, er hat den vierten Orden geholt. Verdammt. Ja, was soll's. Sander nach vorne, jetzt. Ja, den vierten Orden. Schade, aber... macht nichts. Ich möchte das Fahrrad, danke. Gehe ich einfach mal hier runter? Oh, ich sehe schon, das wird ein Part bloß aus Kämpfen. Naja, aber dann können wir ein bisschen trainieren, ist umso besser. Was hast du? Ein Pikachu. Oh, sehr gut. Los, Sandan. Du kannst da immer noch keine Bodenattacke, aber was soll's. Das kommt alles noch. Und Zerschneider gefällt. Und jetzt möchte ich es doch endlich mal ausprobieren. Kratzer macht das mehr Schaden als Zerschneider? Nein, gut. Gut. Ach so. Na dann. Nochmal. Nochmal Zerschneider wollte ich sagen. Und dann erreicht Sam dann auch schon Level 17. Toll. Ups. Und jetzt Sam dann erlernt. Was weiß ich. Ach so. Soll zukünftig Giftstoffe vergessen werden? Ja. Ja, das ist dann diese Bitte. Immerhin. Senke. Vielen Dank für die Kohle und bestimmt wirst auch du kämpfen. Ja, war ja klar. Was für süße Pokémon.
Pokémon zeigen. Gleichzeitig kämpfen. Wow, bist du einfallsreich. Und deine Puppen sehen scheiße aus. Und ich hasse solche Puppen. Puppen finde ich irgendwie furchterregend. Ich weiß nicht wieso. Ihr habt doch bestimmt auch schon mal irgend so in einem Film oder in einem Horrorspiel mit irgendwelchen Puppen zu tun gehabt. Die haben irgendwas Gruseliges an sich. Weiß auch nicht weshalb. Ich mag sie nicht. Aber Sandern mag ich, das hier doch ziemlich reinhaut. Und Pikachu einfach mal. Moment mal, jedes dieses scheiß Pikachu hat eine Beere. Die könnten wir alle unserem kranken Miltank geben. Aber nein. Die fressen sie lieber selbst. Die machen Om-Nom-Nom-Nom-Nom damit. Ja, dann gehen wir noch also Bären suchen. Ach komm, gegen dich kämpfe ich auch. Ich mache euch alle fertig. Oh ja, na, angekommen. Aha. Ja, wie gesagt, die ganzen Orte hier sagen mir überhaupt nicht wirklich viel. Matrose. Quapuzzi. Oha. Ja, jetzt ist es soweit. Wasser-Pokémon, was machen wir dagegen? Schwierig. Kadabra. Versuche ich mal. Ja. Was sollte ich sonst tun? Aquaknarre. Ja. Wir brauchen dringend etwas gegen Wasser-Pokémon. Konfusion. Machst du ein bisschen Schaden, bitte? Ja, wow. Sehr gut. Und du machst dafür gar keinen Schaden. Gefällt mir. Und lass mich raten, der Matrose hat noch ein Quapuzzi. Bestimmt, ne? Na, komm schon. Radikal. Ja, dann würde ich gerne wechseln wieder auf Sandern. Los, schneller. Sandern! Und natürlich hör auf, schneller zu sein als ich. Wow, und es macht ziemlich guten Schaden, sehe ich da. Im Gegensatz zu uns. Ja, ich muss einen Trank einsetzen. Am besten einen Super Trank habe ich doch gekauft. Ja. So. Zum Wohl, Sandern. Ja, Ruxupi, komm. Ja, auf damit. Nein, ich möchte angreifen, bitte. Mit Zerschn. Hallo. Toll, jetzt bin ich bald wieder so weit wie vorhin. Sandern, Sandern. Oh, ich bin schneller. Ja, super. Viele Erfahrungspunkte, Level 18. Schön, schön, schön. Und setzt ein Krabi ein. Wieder ein Wasservieh. Ja, aber das mal lasse ich es Medbo versuchen. Toller Ruf. Aber ich werde es zuerst einschläfern. Ich will kein Risiko eingehen jetzt. Weil ich weiß nicht, wo das nächste Pokémon Center liegt. Ja, Konfusion. Mal sehen, was es bringt. Es dürfte eigentlich viel abziehen. Ja, doch. Sieht gut aus. Das war's für Krabi und somit auch für den Matrosen-Typen-Dings da. Bäh! Weg. Holzreffer. Gut. Bisschen spät, aber was soll's. Justus. Ah! Das ist auch ein Tontext. Ich will lesen. Tipps für Trainer. Kopfnüsse und Pokémon aus den Bäumen zu schützen. Ach so, ja, das war ja auch noch. Da kann man Tanzer und so Gedöns finden. Und wo sind wir hier? Oliviana City, das sollte eine neue Welt. Kämpfen? Wow, du hast einen Pokédex. Ja, habe ich das noch nicht. Was denn? Du schon wieder? Ja, kein Grund zur Panik. Was kämpft sich wohl gerade um krankes Pokémon im Leuchtturm? Ich will nicht im Leuchtturm trainieren. Geh weg, Mann. Das verpiss dich. Ja, ich hatte jetzt nicht vorgelesen. Aber er hat gesagt, dass die Arena-Leiter nicht in der Arena ist, weil es sich um ein krankes Pokémon kümmert. Aber ihr konntet das ja auch lesen, also bitte. Bis die Fische sehen, ja. Ah, gut. Einmal Angel erhalten. Sehr schön.
Fische bin immer nur am Meer nie, und im Wasser nie, was du nicht sagst. Wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Hallo Jungchen. Sehr wären cool. Pokémon Center gehe ich gleich. Was gibt es hier drin? Lauf nicht vor mir weg. Geht's hier? Pass auf den Weg. Gibt es Strudel? Spezielle Attacke beherrschen, um Strudel zu entkommen. Keine Ahnung. Börsen aus dem Weg zu räumen. Hier. Wirklich so ein Orden. Von Ducatius Sieg. Das haben wir. Sehr schön. Wir haben Stärke, ne? Stärke. Yay. Ich will nur mal kurz sehen, wer es lernen kann. Stärke, ein Pokémon beibringen, ja bitte. Sand, dann kannst du lernen, Mogelbaum kannst du lernen und Zinnoklock kannst du lernen. Ich finde, Sand, dann hat bereits eine VM. Ja, soll es ein Pokémon von Ocker lernen, definitiv. Sehe ich nicht ein. Bitte 40. Was gibt's hier? Du kannst es auch von hier aus nicht sehen, aber Anemonia City. Jenseits des Meeres, ja, von mir aus. Was ist hier? Ein Pokémon könnte es vielleicht mit zerschmettern. Nee, da bringt uns Stärke auch nicht sonderlich viel. Ja, ich gehe die Pokémon mal heilen und ich habe schon eine gute Idee eigentlich, wie ich Ocker weiter spielen lassen kann. Mal sehen, ob das eine gute Idee ist. Weil uns wurde eben gesagt, die Arena-Leiterin ist nicht hier. Und das weiß Ocker vermutlich nicht, deswegen könnten wir ihn einfach mal vor die Arena stellen und er glaubt, oho, ich muss die Arena machen. Haha. Hallo, ich. So. Ja, das ist eine Idee. Einfach mal so als kleine Verarsche. Wenn es zeitlich passen sollte. Ja gut, viel mache ich jetzt eh nicht mehr. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Nächsten Dungen. Ja. Ja. Leuchtturm ist wichtig. Das ist auch der Leuchtturm und da müssen wir anschließend reingehen, um da einem Pokémon zu helfen. Und der Arena-Leiterin. Ich suche ein Pokémon, wenn du genau wärst, hast du gegen meinen Voltoball. Nee, will ich beides nicht haben. Was haben wir hier noch? Hallo Kleine. Wenn ich umgezogen bin, machen mir Pokémon gruselig Geschichten Angst. Oh, darf ich auch eine Geschichte? Der Weg nach Harmonia City ist zu viel verlassene Insel und ungezogen Kinder wird zu beschaffen. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. So, was tun wir noch? Willkommen, kaufen, Hypertrank. Ja, ein paar Gegengifte will ich noch kaufen. 5 passt. Paraheiler. Warum nicht? Und, ja, 2 Superschutz. Kann nie schaden. Will ich noch was kaufen? Oh, 2, 3, 4 Hypertränke. Supertränke, auch noch 3 und das war's. So, schön Kohle ausgegeben. Haha. So. Was kann ich jetzt noch tun? Was gibt es hier? Hafen. Schnellboot. Nee, hier komme ich glaube ich noch nicht weiter. Ah, ich sehe trotzdem einfach mal nach. Langer Weg. Langer Weg. Nee, da ist wie gesagt das Schiff. Nee, kommen wir noch nicht hin. Oh, ich darf hier drin nicht Fahrrad fahren. Fick dich doch. Und hier drin auch nicht. Ja, raus jetzt bitte. Na, nicht. Nein. Nein. So, Moment, unsere Pokémon sind voll, ne? Wisst ihr was, damit es sich ein bisschen freut, stellen wir sein Kadabra nach vorne. Bin ich nicht fair? Ja, ich bin verdammt fair. So, noch vom Fahrrad steigen, dass er nicht weiß, dass wir ein Fahrrad haben. So, hier werde ich Ocker weiterspielen lassen, aber vorher werde ich noch kurz ein bisschen offline trainieren, um meinen Sandan doch auf Team-Niveau zu kriegen. Jo gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschö. Hey, Sandan entwickelt sich. Tschö.
schön, was man alles erreichen kann in so ein bisschen Offline-Training. Und hier haben wir Sandama. Wollte ich euch nur noch kurz zeigen. Bis dann, tschüss.